Hallo und herzlich willkommen bei uns hier im Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schösch. Ich begrüße Sie und erzähle Ihnen heute gleich ein bisschen was zu Essig. Ganz klar, wir machen ja Essig, aber nicht nur zu Essig als solches, sondern zum Glas zu Essig. Denn wir produzieren ja ganz tolle Essig, die getrunken werden als Aperitif oder Digestiv. Und dazu habe ich vor lange Jahren, gefühlt schon fast 100 Jahre, ein Glas entwickelt, aber ich habe es noch nie groß beredet, warum und wieso, so ein Essigglas ich gemacht habe. Also ich habe Essig gemacht gehabt und der Essig war super toll zu trinken. Da habe ich mir gedacht, deshalb brauche ich auch Glas. Ich sag, wie magst du Glas? Groß, breit, dick, viel drin, wenig drin. Essig kann man ja nicht trinken wie Wasser. Essig kann man auch nicht trinken wie ein guter Wein, einfach so, dass man sagt, man trinkt ein Viertel oder ein Bier. Oder ein Saft, und deswegen habe ich mal überlegt, ich mache Essig ganz, ganz wenig. Also ich brauche ein Glas, wo ganz wenig nur neu geht. Und zwischendrin läuft jetzt halt auch ein Film, das sehen Sie, wie so ein Glas hergestellt wird. Das ist nämlich Mundgeblase und ist ganz, ganz hochwertig auch herzustellen. Da wird ewig lang, bis so ein Glas fertig ist. Und ich habe das Glas jetzt halt hier in der Hand. Und wenn man so ein Glas da nimmt, das relativ wenig neu geht, muss man halt den Kelch ganz klein machen. Und wichtig war für mich auch in dem Kelch, so einen Kegel neu zu machen, denn dieser Kegel ist gleichzeitig auch das Maß aller Dinge. Das heißt, so bis zum Kegelrand sollte man eigentlich den Essig einschenken. Und wenn man dann schwenkt, dann läuft dieser Essig wunderbar, das zeige ich Ihnen noch hin, um das Glas herum. Und es gibt eine große Oberfläche und man kriegt die ganzen Aromastoffe gelöst, die da drin sind. Das sind ja wasserlösliche Stoffe und ätherische Öle und alles Mögliche, was so im Wein eigentlich natürlicher drin ist. Also auch ganz tolle Geruchsmomente, auch ein bisschen Holz natürlich immer dabei. Und die Länge des Glases ist ganz wichtig, denn Essig sollte man bitteschön nicht einfach so wegtrinken, so wie, sagen wir mal, jetzt den Korn mit Schnaps oder irgend sowas. Das machen wir nicht. Wir trinken Essig wirklich ganz langsam und ganz bewusst, ganz tropfenweise eigentlich. Ich schenke mir mal einer euch. Und dann zeige ich Ihnen, wie man den Essig jetzt noch richtig trinkt, zwischen neu ein bisschen was, wie so ein Glas hergestellt wird. So, Sie sehen, ich habe jetzt bis zum Kegel oben, habe ich jetzt gefüllt. Das ist jetzt gut ein Teelöffel voll, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und wenn ich jetzt schwenke, dann wird es natürlich durch diesen Kegel relativ viel von der Oberfläche. Und wenn ich rieche, dann rieche ich hier die Tränen der Kleopatraben. Ganz ein alter Essig, viel Holztöne, ganz duftig, ganz weich und ganz mild. Und in dem langen Stiel, sehen Sie, habe ich so ein Kegel, so ein Dreherle neu gemacht. Ja. Das Dreherle hat eine optische Bewandtnis, dass das Ganze ein bisschen sehr schön ästhetisch aussieht. Und gleichzeitig kann man natürlich mit dem Dreherle das Glas wunderbar halten. Und wenn ich jetzt dann trinke, dann lasse ich den Kopf waagrecht. Ich nehme den Kopf nicht zurück, wie ich das machen würde, wenn ich ein alkoholisches Getränk quasi zu mir nehme. Und ich gebe den Essig nur tropfenweise vorne auf die Zungenspitz. Wenn ich den vorne auf die Zungenspitz gebe, hat der Essig eine Bewandtnis. Und zwar, er läuft rund um den Zungenrand, links und rechts, zum Zungenhals hin. Und benutzt dort die Speicheldrüse, die ja am hinteren Gaumenbereich und unter der Zunge liegen. Und dann merke ich natürlich, wie so schön der Essig so rundum geht und die Speicheldrüse dann benetzt. Und das Verrückte daran ist, jetzt schießt so richtig Speichelwasser, also so richtig, man kriegt das Wasser in den Mund, der schießt jetzt so richtig raus. Und das bewirkt halt Essig und das ist das Verrückte an dem Essig. Und wenn ich jetzt das langsam trinke, und man trinkt das nicht auf einmal weg, sondern man nimmt sich wirklich ein bisschen Zeit dafür, dann kriege ich so viel Wasser in den Mund, dass ich natürlich Hunger kriege. Denn wenn das Wasser, wie wir so bei uns in der Pfalz sagen, wenn das Wasser so richtig schön im Maul zusammenläuft, dann kriegt man natürlich Hunger. Und Hunger ist ja essentiell lebensnotwendig. Gut essen, gut trinken. Dann hat man das Mensch mal schon hinter sich und dann noch gut leben. Und dann hat man auch ein schönes Leben gehabt. Also gehört der Essig quasi zum guten Leben dazu. Also probiere ich noch einmal. Zwischen neu noch einen kleinen Film. Ist einfach ein Genuss, so einen Essig zu trinken. Er hat keinen Alkohol, er schmeckt gut,
Er gibt mir mein Mundwasser, um Appetit zu kriegen. Er hilft natürlich, wenn ich viel esse, wenn ich Gutes esse, wenn ich mächtig esse, auch gut verdaue. Er hilft natürlich im Magen Speichelsäfte zu produzieren, dass ich einfach eine gute Verdauung habe. Und es ist ein Genuss. Und das ist wohl das Allerwichtigste, wenn man was essen soll, genussvoll sein. Es gibt ja Leute, die essen einfach, die haben keine Zeit, die nehmen sich auch keine Zeit, die nehmen das Essen einfach in den Mund und kauen drauf rum und dann schlucken sie es runter. Das ist schade, denn man sollte sich schon hinsetzen und sich genussvoll auch mit Essen befassen. Zeit zum Essen haben wir alle, denn Zeit haben wir alle die gleich. Kann keiner sagen, er hat keine Zeit zum Essen. Wenn wir das wollen, haben wir alle mit einer wahnsinnig viel Zeit, um gut zu essen. Und so finde ich, sollte man das auch machen. Man sollte sich immer die Zeit nehmen, um gut zu essen. Es ist auch ein Stück Lebenskultur. Und wenn man da noch Freunde dabei hat und muss gar nicht allein essen und kann dann ein bisschen reden, ein bisschen disputieren, wie man in der Pfalz sagen, ach Gott, ist das ein schönes Leben. Und das wünsche ich Ihnen jetzt. Viel Spaß mit dem Essig, viel Spaß mit unseren Gläsern, mit dem Essig trinken und vor allen Dingen, wenn Sie was Gutes essen, viel Spaß beim Essen. Und vergessen Sie nicht, auch ein gutes Gläsel Wein gehört dazu. Sehr zum Wohl. Ihr Wiedemann Schasch vom Doktorenhof. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Prost.